Weiteren Wortmeldungen liegen bei 5 Minuten. Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Arbeitsmarktpolitik ist grundsätzlich zunächst einmal Wirtschafts- und Standortpolitik. Nur Wirtschaftskraft schafft bekanntlich Wachstum und nur Wachstum schafft und sichert bekanntlich nachhaltig Beschäftigung. Deshalb, meine Damen und Herren, bin ich sehr, sehr froh, dass es dem Herrn Bundeskanzler gelungen ist, mit dir, lieber Martin Kocher, einen ausgewiesenen Wirtschaftsexperten als Arbeitsminister gewinnen zu können. Du wirst gemeinsam mit der wirtschaftserfahrenen Managerin im Wirtschaftsministerium, mit Margarete Schramböck, für eine beschäftigungswirksame Standortpolitik sorgen. In Zeiten wie diesen ist Standortpolitik aber natürlich zunächst einmal Krisenbewältigung und Rettungsarbeit. Vielen Betrieben, die sind in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten durch die notwendigen Schutzmaßnahmen. Sie sind geschwächt. Manchen ist sogar die wirtschaftliche Basis entzogen worden. Daher gilt es zunächst, Liquidität zu sichern bei den Betrieben. Das tun wir durch Stundungen von Steuern, von Sozialversicherungsbeiträgen, Ratenzahlungsmöglichkeiten, durch staatlich gesicherte Kredite, durch Zuschüsse wie den Härtefallfonds, den Fixkostenzuschuss, Umsatzersätze, Ausfallbonus jetzt, Verlustausgleich, um nur die vielen Instrumente zu nennen, und auch Investitionsanreize zu schaffen mit der Investitionsprämie. Ich bin recht zuversichtlich, dass es dem Herrn Finanzminister in den nächsten Tagen oder Wochen gelingen wird, die viel zu knappen und zu niedrigen Obergrenzen, die uns von der Europäischen Kommission für diese Hilfen gesetzt sind, erhöhen zu können, was natürlich für viele Betriebe eine massive Erleichterung bedeuten würde. Und meine Damen und Herren, es geht natürlich vor allem auch darum, Jobs zu retten und Jobs zu sichern. Dazu gibt es, der Herr Minister hat es schon erwähnt, vor allem die Corona-Kurzarbeit, die bis zu 1 Million Arbeitsplätze gesichert und gerettet hat. Und ich bin nahezu fassungslos über den Vorschlag der NEOS, Unternehmen, die statt Mitarbeiter zu kündigen, sie in Kurzarbeit behalten haben, jetzt mit einer Strafsteuer zu belegen. Ich bin fassungslos, geschätzte Damen und Herren von den NEOS. Unternehmen, die Mitarbeiter behalten haben, statt sie zu kündigen, sollen mit einer Strafsteuer, die von den NEOS verlangt wird, belegt werden. Fassungslos, wenn ich das höre. Meine Damen und Herren, Arbeitsmarktpolitik ist aber auch Sozialpolitik. Ein reiches Land wie Österreich kann und muss für die Menschen ohne Arbeit ein dicht geknüpftes Netz, ein Auffangnetz sich leisten. Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Mindestsicherung sind die Instrumente, die wir haben. Und in schweren Zeiten wie diesen haben wir das Arbeitslosengeld durch Aufzahlungen aufgebessert, durch einmalige. Und wir haben ein Abgleiten in die Notstandshilfe temporär durch eine Aufstockung oder eine Aufstockung der Notstandshilfe auf das Niveau des Arbeitslosengeldes verhindert. Sozialpolitisch notwendige, wichtige Maßnahmen dieser Koalition. Meine Damen und Herren, Arbeitsmarktpolitik muss aber auch immer aktive Beschäftigungspolitik sein. In schweren Zeiten Jobchancen zu bieten. Wir haben ja ein Phänomen, auch in dieser Krise. Wir haben hohe Arbeitslosigkeit und auf der anderen Seite trotzdem auch das Problem von Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen die regionale Verteilung verbessern. Wir müssen Qualifikationen verbessern bei den Menschen, die notwendigen Qualifikationen nicht haben. Die Corona-Arbeitsstiftung wird da helfen, die Emplacement-Stiftungen werden helfen, die Joboffensive, der Herr Minister hat schon erwähnt, der Neustartbonus, Eingliederungsbeihilfen, all diese Dinge sollen mithelfen, das AMS unterstützen, dabei Menschen, die jetzt keinen Job haben, wieder in Beschäftigung zu bringen. Und ein letztes noch einmal zurück zur Wirtschaftspolitik, zur Arbeitsmarktpolitik als Wirtschafts- und Standortpolitik. Die Krise wird ein Ende haben, meine Damen und Herren. Und aus dieser Krise heraus gilt es, den Wirtschaftsstandort Österreich wieder zu stärken durch eine breit angelegte Standortstrategie.
die Stärkung der Eigenkapitalbasis der Betriebe, weitere Investitionsanreize für ein investitionsgetriebenes Wachstum, eine Internationalisierungsoffensive, um die Exportfähigkeit zu steigern, Forschung, Entwicklung, Innovation zu unterstützen, um nur einige Punkte zu nennen. Das wird die Aufgabe dann für uns alle sein, aus der Krise heraus. Aber mit dir, Herr Bundesminister, und auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung gemeinsam wird dieses Hohe Haus die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Österreich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen kann. Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer hofft auf einen Aufschwung und dass die Regierung seiner Partei und den Grünen das auch gut bewältigt.